In diesem Video geht es mal darum, die interne Struktur einer Step-Datei sich anzusehen. Step ist so ein Standard-Austauschformat von CAD-Daten. Und ich fange jetzt hier einfach mal an. Ich habe hier ein Vektorarray, was ich immer benutze, um Freiformflächen zu erzeugen. Wir haben hier 2 mal 3, also sprich 6 Kontrollpunkte. Und hier ist das Beispiel dieser Fläche dazu, und ich kann jetzt diese Fläche einfach über File Export hier in ein Step-Format exportieren. Und das habe ich natürlich schon gemacht, und man kann sich anschauen, diese Datei, die dort rauskommt, wie sieht die aus? Die ist zunächst erstmal menschenlesbar, und für diese einfache Fläche haben wir jetzt hier mal locker 140 Zeilen. Und hier drin ist alles beschrieben. Man kann sich natürlich, wenn man so eine Datei liest, relativ wenig drunter vorstellen. Und deswegen habe ich diese Datei mal in eine grafische Datenbank reingeladen. Da ist Neo4j. Das ist eine schöne Datenbank, mit der man auch nette Auswertungen über komplexe Zusammenhänge machen kann. Und da sieht die Oberfläche so aus. Ich habe also hier eine Datenbank, wo dieses B-Spline Surface drin ist. Ich habe auch andere mit anderen Testdaten. Und wenn wir uns die Datenbank dann mal anschauen, dann sieht es so aus, dass man hier angezeigt bekommt, welche Objekte gibt es in dieser Step-Datei. Es gibt 98 Stück, das sieht man hier. Und hier sieht man einfach mal, was es da alles gibt. Ich könnte also zum Beispiel mal hergehen und könnte sagen, es gibt da drin eine B-Spline Surface mit Knoten. Also klicke ich mal hier drauf. Und in dem Fall, machen wir alles andere zu, habe ich hier ein B-Spline Surface mit Knoten. Gibt es ein Stück und Doppelklick hier drauf, dann sehe ich, was hängt da alles dran. Da hängen also jetzt hier zum Beispiel Punkte dran, das sind die Pole, die es da gibt, und es gibt hier solche P-Kurven, die auch wieder irgendwas bedeuten. Und wenn ich hier draufklicke in der Datenbank, kann ich das also der Reihe nach hier öffnen, und man kann sich hier diese Welt Molestückel anschauen und kann dann immer weiter rausgehen. Das ist momentan alles noch ziemlich grau in grau. Und ich habe das mal jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet und eingefärbt, und dann sieht das Datenmodell so aus. Und bei diesem Datenmodell können wir jetzt hier reinzoomen, und das sehen wir jetzt etwas farbiger dargestellt. Also hier B-Spline Surface mit 6 Polen, die da außen rum sind. Und was wir jetzt hier auch sehen, sind hier diese lilanen Punkte. Das sind also die B-Spline-Kurven. Das sind die Begrenzungskurven dieser Fläche. Die haben, je nachdem, ich hatte ja 2 mal 3 Pole gewählt vorhin bei der Generierung, sehen wir hier dran die roten Punkte. Das sind die Pole für diese Kurven. Und hier drüben genauso. Und dann gibt es noch eine ganze Menge andere Sachen. Also, das ist das Datenmodell von so einer einfachen Fläche. Und wenn man jetzt mal ein komplexeres Gebilde sich anschaut, dann hat man für so ein normales Werkstück durchaus Größenordnung von 100.000 oder 200.000, 300.000 solchen Knoten hier drin. Und das ist eine Step-Datei. Und wenn das Einlesen von der Step-Datei jetzt mal ein paar Sekunden länger dauert, kann man sich vielleicht hier mal vorstellen, wie das alles entstehen kann. Hier oben nochmal sehen wir die einzelnen Klassen von Objekten, die es so gibt. Und für CAD, also für das reine 3D-Modell, interessieren uns eigentlich nur die Flächen. Das wäre in dem Fall dieses eine Objekt mit den 6 Punkten. Damit ist das eigentlich alles beschrieben, die Fläche. Und hier die 4 lilanen Punkte, das sind die 4 Begrenzungsflächen. Also das, was wir gemeinhin als Edges in unserem Modell haben, Faces und Edges. Alles andere ist Verwaltungsstruktur in der Step-Datei, die ganz nett ist, die wir aber für die normale Designarbeit nicht brauchen.